Let's go. Yo, yo, was gescheit, was geht, oh, weiter geht's mit Mafia 3. Hab ja gesagt, ne, wenn ihr weniger Kohle habt, dann motze ich das Auto ein wenig auf. Hier in der Welt. Ich hab den jetzt nicht erwischt, ne? Passt schon, oder? Also das Auto hat er jetzt einmal kurz nicht so viel ausgehalten, ne? Wow. Das war wieder so klar, ey. Gut. Aha. Dieses Auto mit so einem Ding drauf. Naja, gut. Meinetwegen, ne? Meinetwegen. Der braucht es schon. Aber ich finde, der fährt ja nicht einmal so besonders toll, ne? Kann man die hintere Farbe nicht verändern? Das wäre ja mega madig, ne? Ah, okay. Da war da mal kurz. Ja, da machen wir es doch so. Und so. Bäm. Das wäre natürlich auch cool gewesen, ne? Vielleicht hätte ich es mir erst nochmal angeschaut, bevor ich hier abgehe. Aber egal, das, was ihr jetzt drauf habt, das ist schon auch okay. Wobei mir ehrlich gesagt das ganze Auto nicht gefällt. Also Fahrstil ist halt nicht so prickelnd, ne? Ernsthaft, ich kann da solche Reifen drauf böllern.
Warum nicht? Ja, warum nicht? Ja. Er hat sogar ziemlich dieselbe Felge obendrauf, wie er drauf hat, ne? Ja, er zieht auch recht gut ab, ne? Passt erstmal, können wir so nehmen. Ja, gut, gut, gut. Dann machen wir erst einmal das da oben. Ja, da hätte ich wieder meinen schönen Caddy, ne? Aber erstmal, ne, jetzt schau erstmal, wie das Auto so funzt. Ob das meinen Ansprüchen genügt. Let's go, oder? Den mache ich natürlich weg. Ey, das ist verdammt schwer, ne? Wenn du von einem keine Munition hast. Also der vor mir hat auf jeden Fall schon Platten. Wow, das war wieder eine Aktion, ey. Ich schwöre, ich mache das nicht mehr, weil... Jetzt sind wir mal ehrlich, was bringt mir das, wenn ich diese Autos da wegschrott? Was bringt mir das? Schau mal, ich habe fast 6.000 verloren, ne? Nur mal so nebenbei. Etwas Geduld, bin sofort da. Wenn du was brauchst, okay. So, Munition voll. Nein, da hat sie ja nicht voll gemacht, ne? Pass gut drauf auf. Okay, ich wäre dann soweit. Mein Gott, ich schrott die Auto nicht mehr weg, ne? Das bringt nichts. Munitionverschwendung und nichts anderes. Ja, es hat schon wegen einem komischen Fahrstil.
Ja, es lässt sich ein schwierig lenken, die ganze Geschichte hier. Nee, danke. Nicht normal, ne? Nicht normal. Und komischerweise sind dann auch immer gleich Polizei in der Nähe, ne? Kannst du mir einen Nachschub rüberschicken zum French Ward? Also einen Nachschub schicken zum French Ward. So, jetzt mache ich es aber da auch einmal ein wenig anders. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Und? Tja, 28.000, ja, ja. Wie viel hatten die andere Waffe im Magazin gehabt? Das würde mich jetzt auch mal kurz interessieren. Nein, nein, nein. Ist keine Waffe. Hau lieber ab, solange es noch geht, Junge. Okay. Und noch was. Wir schlagen niemanden. Wenn du eines der Mädchen schlägst, wird dir Handsome Harry die Quittung dafür geben. Hä? Und die Freier schlagen wir auch nicht, es sei denn... Ich hab euch mal eine Knarre. Bingo, verdammt, der Fälle ist hier! Macht uns fertig! Jetzt bist du erledigt. Wow, 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 wow! Höchste Zeit, dich aufzumischen! Zack! Peng! So schaut's aus. Ja, ich hab schon gesehen, was ihr da gemacht habt, ihr Fergel. Ja, jetzt ist es wieder auf der anderen Seite, oder? Ich sterbe. Ja. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Also ehrlich. Oder ist es doch hier drin? Ach, dahinter. Oh Mann. Das sind richtige Schauspieler, das liest man schon. Ich helfe dir, pass auf. Und wie ich dir helfe. Wie komme ich an Harry ran? Der Boss schmeißt eine Bumsparty für die reichen Typen. Da sollte eine Menge Kohle zusammenkommen. Anwerben 4000. Lauf nicht zu weit weg. In die Gosche kaut. Und zwar extrem. Ja, das ist klar, dass ich das hab, ne? Gott. Puh, tu, tu, tu. Ja, da geht's weiter. Ja, wäre jetzt die Farbe nicht so hässlich, ne, dann hätte ich den jetzt wieder genommen. Ich muss ehrlich sagen, der Caddy gefällt mir voll. Weil er halt auch ausschaut wie ein Cadillac, ne? Ja, finste? Finde ich auch, Bam. Hast du das gesehen? Pass auf. Das brauche ich auf jeden Fall hier, ne? Deswegen bin ich auch eigentlich nur hier drin. Gott. Zack, gedöllert. Schon wieder 1300, ne? Bin gleich da. Hallo.
Mann, nimm halt. Ja, warum nicht? Komm. Gefällt mir einfach, ne? Ist nice, das Ding. Nee, auf die schieße ich nochmal, ey. Das bringt nix. Und ich krieg auch nix dafür. Da sind sie aber richtig zugange hier, hä? Da kommst du so nicht nein, ne? Schon wieder. Wahnsinn, ey. Der sieht aus, dass die ganzen Leute dich sehen. Ach, dein erstes Mal bei einer von Harrys Fickpartys? Ich sag dir was. Auf den Anschlag auf meine. Jetzt, wo du sagst. Das ist doch eine Swingerparty hier. Mir fiel da schon was ein. Die lassen es brutal krachen, ne? Dann werden wir das Ganze jetzt hier mal auflösen. Wurde Graf ein Kerl erschossen. Das Problem mit diesen Leuten ist, die sind überzeugt, dass Wohlhaben bedeutet, sie seien etwas privat. Das ist hier privat. Peng! Na locker! So. Ach hier, oh mein Gott. Das war mal heftig Kohle. Zack. Das ist mal zu viel Freizügigkeit hier drin. Das ist nicht gut für YouTube, ne? Einen kurzen, durchsichtigen Gummischlauch. Einen Trichter. Topf Mayonnaise. Okay, also meine Fantasie ist ab hier jetzt vorbei. So, wie komme ich denn jetzt aus dieser Ranzhütte wieder raus? Lasst mich bloß raus hier. Mädle, zieh da halt mal was an hier. Mensch. Hallo, alles in der... Oh mein Gott. Die rennen einfach raus, wie sie sind, ne? So, dann geht's bei mir hier nämlich weiter. Und dann erst nach links hinüber. Ich hätte das Auto gerne als Cabrio. Das würde ich nice finden. So, Kumpel. Jetzt können wir wegen Tacheles reden. Deine Mission ist erledigt. Sind Sie weg, Jim? Detective Jim McCormick. Gut, Detective. Ich höre, Sie haben ein Problem mit Marcanos Drogendeals im French Ward. Mann, die ganze Stadt hat dieses Problem. Sein Untergebener Doc Gaston hat sich eingegraben wie eine beschissene Kakerlake und pumpt die ganze Stadt voll Gift. Und Doc Gaston finde ich wo? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon eingebuchtet. Der größte gottverdammte Drogendealer in dieser Stadt und keiner weiß auch nur das Geringste. Der Name Sal Marcano löst Gedächtnisverlust aus.
Zum Teufel mit Selma Kano. Der beste Hinweis, den ich habe, ist, dass einer von Gastons Lieferanten in die Stadt kommt und sich mit einem von Gastons Männern treffen wird. Ich komme nicht näher ran, aber ihr Freund sagte, sie könnten gut Informationen aus Leuten rauskitzeln. Mal sehen, was ich tun kann. Haben Sie keine Scheu, unter Doc Gastons Jungs ein bisschen aufzuräumen? Ist vielleicht der einzige Weg, sie zum Reden zu bringen. Onkel Lou ist nicht besser als dieses Stück Scheiße, Doc Gaston. Ein Dealer und ein Hurenbock im feinen Zwirn. 15 Jahre Arbeit für das French Wort und es ist bloß schlimmer geworden. Mehr Rauschgift, mehr Huren, mehr Blut auf den Straßen. Gaston bla, bla, bla. Könnte genauso gut auf die schießen, wie einen mit ihr heben gehen. Der dekadente Sack. Ich weiß nicht, was Sie und Ihr Freund von der Regierung vorhaben, aber ich habe ein Auge auf euch Arschlöcher. Doc Gaston versteht es, unterhalb vom Radar zu bleiben. Ein paar Bullen meinen, wenn Leute Rauschgift kaufen wollen, sollen sie es doch. Fertig. Können wir abkörpern? Sieht es danach aus? Also das war jetzt nicht was, was ich beendet habe, sondern wo es jetzt gleich wieder mit dem nächsten Ding weitergeht, ne? Mann. Und zwar genau hier. Bim, bam, bum. Und bim. Aber bei mir geht es jetzt erstmal da kurz weiter, dann da hinten und dann fange ich das Gedöns da an. Ja, muss ich leider mitnehmen. Ich könnte in Rente gehen. Hühner züchten? Bei meiner Arbeit in der Bar lerne ich jeden Tag neue und interessante Menschen. Außerdem. Mann! Dieser Stabil Fall ist besser, als jeder seinen Platz kann. Du hast ja gehört, was Mann! In den Nachrichten bringen sie nicht viel davon. Das ist doch echt ein Witz. Hätte ich gleich so rumlaufen können, als er ehrlich war. Zack! Du machst gar nichts. Ich könnte in Rente gehen. Was tue ich dann? Wolltest du mir die Hüfte brechen? Ja, was laufen dann hier für Britschen rum, ey? Wie du glaubst. Ich reiß dich in Stück. Ich geh in Deckung. Die Waffe ist gar nicht so schlecht, ne? Lass mich deine Innereien sehen. Ups. Ich bin nicht sicher, ob ich das wissen will. Pass auf, Arschloch. Zack, Peng!
Die Debbie. Ja, Debbie, hast du eine Ahnung, was hier eventuell abgeht? Ob sie das gewusst hat, die Debbie? Der Scheißhaufen hat sich heimlich verdrückt. Der Boy bleibt. Wo ist denn der hin? Mit nicht. Zack! Was ist denn hier schon wieder los, wie sich das schon wieder anhört? Da kriegt er, ich will doch gleich wieder raus, ne? Das ist nix für YouTube. Das will YouTube nicht hören. Und ich eigentlich auch nicht. So. Heraus in der Geschichte. Soweit. Alles abgeklärt. Ja, das ist das andere, ne? Dieses Drogengedöns. Ach, das ist immer so schwer. Ja, Frenchwort erledige Gassenstraßen. Ja. Gott, ja, dann war's das hier mit dem Ding hier. Ja, da ist nichts mehr, nein. Ja, das war schon wieder ein ordentliches Ding hier, ne? Auf jeden Fall. Naja, wenn ich schon hier bin, ne? Hast du dich verlaufen, Kleiner? Wieso? Weil was kommt? Bam, oder? Hast du dich verlaufen? Okay, komm. $700, ja. Das war ordentlich. Hab hier Bargeld zur Aufbewahrung. Ich warte im French Ward. Bin gleich da. Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Naja, wohl. Behalte erstmal die Waffe. Notfalls könnte ich sie ja immer noch schnell wechseln. Was machst du so? Das war richtig gut. Oh, wow. Da ist natürlich gleich mitgekriegt, ne? Zack, her damit. Was hat der Junge da gerade gemacht? Fertig. Für wen hält er sich? Ich schieße. Achtung! Eine Leiche mehr auf seinem Konto. Granate! Wow! Ich gehe in Deckung! Wo ich deine Aufmerksamkeit habe, kannst du sterben! Wo rennt denn der hin, Kollege? Kein Bock mehr auf mich, oder was? Ja. Zack, Peng. Bumm, meine ich, und Peng. So ist Linken gleich. Klatsch, Bumm, Peng. Nimm halt mal irgendwas. Alles klar.
Ach, das ist da drin, okay. Das hat ihm natürlich gleich wieder was abzogen, ne? Also nicht viel, aber trotzdem. Pfeift mir immer so komisch. Ach, das sind die Cops, gell? Wo willst du denn? Der will aber jetzt nicht nachschauen, was ich da mache, oder? Gut, 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 da geht's aber gleich weiter. Hm? Ernsthaft? Was für eine ist das? Komisch, warum der jetzt auf einmal zu hat, Herr Laden. Es geht dich doch nichts an, was ich hier mache, gell? Wie es der Kleine nachfragt. Okay. Geh mal von meinem Auto weg. So Leute, das war's wieder mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten. Reingehauen.